Wir schreiben heute den 8. Februar. Wir befinden uns sozusagen noch am Beginn des Monats. Vor wenigen Tagen haben die meisten Tirolerinnen und Tiroler ihren Lohn, ihren Gehalt oder ihre Pension erhalten. Und auch wenn es für den einen oder anderen da herinnen nicht nachvollziehbar ist, aber auf vielen tausenden Tiroler Konten herrscht jetzt bereits schon wieder gähnende Leere. Viele seien nach wie vor im Minus und noch viel mehr Leute müssen sich jetzt schon wieder darüber Gedanken machen, wie sie denn ihren nächsten Einkauf bewältigen sollen. Und diese Konten, von denen ich da rede, die gehören zu einem Großteil auch Menschen, die jeden Tag aufstehen, die jeden Tag arbeiten gehen und brav ihre Steuern bezahlen. Die gehören Menschen, die 40, 45 oder noch mehr Jahre gearbeitet haben und brav ihre Steuern bezahlt haben. Und diese Konten gehören Eltern, die Kinder in die Welt gesetzt haben, die eines Tages einmal zu Steuerzahlern werden und somit einen wichtigen Beitrag zum Erhalt unserer Systeme leisten. Wenn wir also uns über die Teuerung unterhalten, dann reden wir schon lange nicht mehr von einem Problem, welches nur den sogenannten Rand der Gesellschaft betrifft, sondern wir reden da über ein Problem, welches zu immer größeren Teilen die Mitte der Gesellschaft betrifft, die in Sonntagsreden auch so gerne, aber völlig zu Recht, als Leistungsträger dieses Landes bezeichnet werden. Und von diesen Leistungsträgern, die mit ihrer Leistung den Sozialstaat, unser Gesundheitssystem, unser Bildungssystem, alle anderen Systeme und den sozialen Frieden sichern, von denen rutschen immer mehr in die Armutsfalle, werden zu Bittstellern, zu Abhängigen von irgendwelchen Sozialleistungen. Und völlig zu Recht fragen sich da immer mehr, was ist da in den letzten Jahren passiert? Wie geht es? Wie kann das sein, dass, obwohl ich gleich viel oder sogar noch mehr arbeite, obwohl ich sogar mehr verdiene, am Ende des Tages immer weniger für mich übrig bleibt? Das passt doch hinten und vorne nicht mehr zusammen. Jetzt mag es mehrere Gründe für diese Entwicklung geben, aber ich denke, man kann es in einem Satz ganz gut zusammenfassen. Die Lebenshaltungskosten sind wesentlich schneller und höher gestiegen als die Einkommen. So, was zählt jetzt alles zu den Lebenshaltungskosten? Da werden wahrscheinlich sich schon wieder ein paar Geister scheiden. Der Kollege Oberhofer ist heute nicht da, aber für ihn ist wahrscheinlich der Genuss von Kultur eine lebenserhaltende Maßnahme. Für den Kollegen Gaby Meyer wahrscheinlich die tägliche Sportstunde. Jetzt magst du dann entweder aufhören pumpen oder ein weiteres Sakko kaufen. Ja, und für andere ist es die Zigaretten zum Kaffee. Aber wir sind uns wahrscheinlich alle einig, der Kollege Meinisch hat es auch schon angesprochen, ja, dass das Thema Wohnen, Energie und die Lebensmittel die wichtigsten Bestandteile der Lebenshaltungskosten sein. Und jetzt schauen wir uns einmal kurz an, wie sich denn die Preise in diesen Bereichen entwickelt haben. Zum Thema Wohnen. Ich spare mir jetzt eine Analyse zum Eigentumssektor, da fehlt mir die Zeit, nur eine Zahl dazu. Am 26. Mai 2023 veröffentlichte die Tiroler Tageszeitung eine Analyse der Universität Innsbruck, die zeigt, dass die Immobilienpreise für Wohnungen in Tirol im Zeitraum von 2015 bis 2023, also innerhalb von 8 Jahren und inflationsbereinigt, um 45% gestiegen seien und die Preise für Häuser sogar um 75%. Im gleichen Zeitraum ist das Realeinkommen der Tirolerinnen und Tiroler aber lediglich um 10% gestiegen. Man hätte also viel früher darauf reagieren müssen, anstatt den Kopf in den Sand zu stecken und dabei zuzuschauen, wie die Immobilienpreise den Einkommen regelrecht davon galoppieren. Aber seien wir uns doch einmal ehrlich, ja, wer erwartet sich von der ÖVP, dass sie in den Wohnungsmarkt eingreift? Irgendwo kann ich es auch verstehen, weil dass man sich halt mit dem eigenen Klientel da nicht ganz verscherzen will. Aber ganz so einfach kann sich dann die ÖVP nicht aus der Verantwortung ziehen, wenn es um die gemeinnützigen Wohnbauträger geht. Die wären ja eigentlich dazu da, um möglichst vielen Tirolerinnen und Tirolern eben einen kostengünstigen, einen leistbaren Wohnraum zur Verfügung zu stellen. Auf der Homepage der neuen Heimat Tirol steht unter der Rubrik Soziale Verantwortung Folgendes, ich bitte Frau Präsidentin zitieren zu dürfen. Die neue Heimat Tirol versteht sich als soziales Bollwerk gegen die Wohnungsnot in einem Bundesland mit überdurchschnittlich hohen Wohnkosten. Als gemeinnützige Wohnbaugesellschaft bieten wir vor allem Familien, wirtschaftlich Schwächeren sowie Hilfsbedürftigen und älteren Mitbürgerinnen folgende Vorteile. Unbefristete Mietverträge mit Kündigungs- und Preisschutz, verträgliche Wohnkosten, laufende Optimierung der Kosten für Heizung, Hausbetreuung und so weiter. So, das klingt jetzt einmal alles ganz schön und toll, es entspricht aber leider nicht der Wahrheit, sondern ist eher ein Kapitel aus dem Märchen Tratter
im Wunderland basierend auf einer wahren Begebenheit. Ich habe da die Mietvorschreibungen bei mir in der Hand von einer sechsköpfigen Familie, die im Jahr 2013 in eine Wohnung der neuen Heimat am ehemaligen Lodenareal in Innsbruck gezogen ist. Also nicht Hungerburg, Müller, Orzel, sondern Reichenau. Diese sechsköpfige Familie hat damals noch als fünfköpfige Familie im Jahr 2013 632 Euro brutto für die Miete bezahlt. Mittlerweile, Herr Kollege Donner, sind es 1.300 Euro. Das ist eine Steigerung der Bruttomiete von 105% innerhalb von 11 Jahren. Das Realeinkommen dieser Familie ist im gleichen Zeitraum sogar ein bisschen gesunken aufgrund der Geburt des vierten Kindes. Und jetzt frage ich mich, Herr Kollege Donner, wo ist da die soziale Verantwortung, wo ist da der Preisschutz und wo sind die verträglichen Wohnkosten, die neue Heimat ihren eigenen Mietern auf ihrer eigenen Homepage verspricht. Diese Preisentwicklung ist alles andere als erträglich, sie ist unerträglich und wohlstandsvernichtend. Aber vielleicht sollte man einmal den Kollegen Dratter fragen, wie er sich die soziale Verantwortung der neuen Heimat Tirol dann in Zukunft vorstellt, wenn er halt dann einmal nicht auf Urlaub ist. Jedenfalls erkenne ich bei diesem Preis, also 1.300 Euro für eine 90 Quadratmeter Wohnung in der Reichenau, kaum mehr ein Unterschied zum privaten Wohnsektor, aber das kann doch bitte nicht der Anspruch eines gemeinnützigen Wohnbauträgers sein. Und selbstverständlich liegt es in der Verantwortung der Politik, da regulierend einzugreifen. Ja, ich meine, wer soll es denn sonst machen, wenn nicht die Eigentümer, in dem Fall das Land Tirol und die Stadt Innsbruck? Die Hausmeister werden es nicht machen, obwohl die Daten es eh machen, wenn sie halt können würden. Jetzt habe ich mir einmal gedacht, was sagt denn die Bevölkerung zu dem Thema? Ich bin da auf die Instagram-Seite des zuständigen Landesrates Georg Dornauer gegangen. Da geht es zu wie bei den Seitenblicken, aber man findet dann bei genauerer Betrachtung auch ein paar politische Inhalte. Er hat da am 13. Jänner dieses Jahres folgenden Post abgesetzt. Ja. Das Foto ist ein bisschen älter oder schon aus der Zukunft, wer weiß das. 2024 leistbares Wohnen in allen Lebensphasen, schreibt er da. Und da erklärt er da, was man nicht schon alles getan hat im Jahr 2023 und dass man noch viel mehr im Jahr 2024 machen würde. Und da gibt es einen einzigen Kommentar. Und da schreibt eine Dame, die einzige Phase ist eine politische Farce. Also besser hätte ich die Wohnungspolitik der Landesregierung nicht zusammenfassen können. Und Kollege Donau, ich war echt erstaunt, das gleiche Plakat hängt in Hochruhm oben. Leistbares Wohnen in allen Lebensphasen, da wo ich für Eigentumswohnung 10.000 Euro und mehr für einen Quadratmeter. Also es handelt sich hoffentlich um einen Forschungsscherz. Dann zur Frage der Energie, wo wir in den letzten Monaten hautnah miterleben haben müssen, wie der eigene Landesenergieversorger auf dem Rücken der eigenen Kunden und eigenen Eigentümer alles dafür getan hat, um seine eigenen Gewinne zu maximieren und überhaupt nichts dafür getan hat, um seine eigenen Kunden und Eigentümer in einer schweren Zeit zumindest ein bisschen zu entlasten. Während heute vor einem Jahr der Großteil der DIVA-Kunden noch weniger als 10 Cent für die Kilowattstunde bezahlt hat, zahlen alle, die in den neuen Vertrag gewechselt sind, heute mindestens 15 Cent. Und die, die in den alten Verträgen geblieben sind, zahlen sogar noch wesentlich mehr. Dass ein Gericht jetzt bestätigt hat, dass die Preiserhöhung im Jahr 2022 rechtswidrig war, das ist bis zu einem gewissen Maß erfreulich, aber es ist in erster Linie erschüttert. Denn wem sollen die Menschen noch vertrauen? Auf wen sollen sich die Leute noch verlassen, wenn sie sogar vom eigenen Landesenergieversorger offenbar bei jeder Gelegenheit über den Tisch gezogen werden? Heute zahlen alle oder die meisten DIVA-Kunden mindestens 50% mehr als wie noch vor einem Jahr. Die Einkommen sind zwischen 7% und 10% gestiegen. Also hat man auch im Bereich der Energie eine große Lücke aufgerissen und dass die Politik da regulierend eingreifen kann, das hat man ja in den letzten Monaten gesehen. Weil wenn nicht die Opposition da im Tiroler Landtag und wenn nicht die Arbeiterkammer permanent den Druck aufrechterhalten hätte, dann hätte die DIVA den Preis nicht auf 15 Cent, sondern auf 28 Cent erhöht oder vielleicht sogar noch höher. Wer weiß das schon. Man hätte jedenfalls wesentlich schneller reagieren müssen und mehr Druck erzeugen
dann wäre, und da bin ich mir sicher, noch viel, viel mehr im Sinne der Kunden möglich gewesen. Dann noch kurz zu den Lebensmitteln, wo die Landesregierung zugegebenermaßen nicht allzu viel machen kann, aber wo natürlich die Landesregierung den Druck auf den Bund erhöhen und Maßnahmen gegen die Ausbeutung der Konsumenten einfordern könnte. Passiert halt leider nicht. Wir haben in den letzten Monaten miterlebt, wie vor allem die großen Lebensmittelketten die Krisen schamlos dazu benutzt haben, um ihre eigenen Gewinne zu maximieren. Am Anfang hat man gesagt, der Krieg in der Ukraine ist da die Schuld. Ja, auf einmal ist vom Apfel über die Paprika bis hin zum Schnitzel alles ist aus der Ukraine gekommen. Später hat man es dann mit den hohen Energiekosten, hat man da eine Ausrede gefunden. Jedenfalls genießt der Lebensmittelhandel in Österreich offenbar völlige Narrenfreiheit, wenn es um die Preisgestaltung geht. Und das führt dann beispielsweise dazu, dass ein Liter Milch, die in Österreich produziert worden ist, am Gardasee in Italien oder in Istrien in Kroatien um 45% billiger eingekauft werden kann. Aufgedeckt im Übrigen vom ORF. Jetzt frage ich euch, wie ist das möglich? Das führt dann dazu, dass die Butter, die auch in Österreich produziert wird, innerhalb von wenigen Monaten um bis zu 77% teurer wird. Und da gab es jetzt natürlich noch viele Beispiele, wo es innerhalb kürzester Zeit zu völlig unerklärlichen Preissteigerungen gekommen ist. Und man hat nichts dagegen unternommen. Die Politik hat dabei zugeschaut. Für was bitte hätten wir das Instrument einer Preiskommission? Für was gibt es eine Bundeswettbewerbsbehörde? Warum hat man diesen Treiben tatenlos zugeschaut? Und eins ist auch klar, auch wenn die Inflation dann wieder runtergeht, ja, wenn die Preise sich dann auf den Energiemarkt da wieder normalisieren, die Preise im Lebensmittelmarkt, das ist klar, die gehen nicht mehr, die bleiben um. Auch wenn es dann hoffentlich bald einmal wieder einen Frieden in der Ukraine gibt und sich die Preise im Energiesektor wieder normalisieren. Ausbauen müssen es halt wie immer die Konsumenten. Und auch dazu habe ich euch was mitgebracht, eine Grafik der Statistik Austria, wo man in Rot die Entwicklung der Inflation sehen kann, Herr Kollege Meinusch, das, was du angesprochen hast, und in Blau die Entwicklung des Mikrowarenkorbs. Und da sieht man ganz gut, dass die Inflation, dass zwischen der Inflation, auf deren Basis jedes Jahr die Lohn- und Gehaltsverhandlungen geführt werden, und dem Mikrowarenkorb, mit dem die Leute da draußen jeden Tag konfrontiert sind, dass da eine Kluft von über 5% besteht. Also der Mikrowarenkorb wesentlich höher angestiegen ist als die Inflation. Und das wird natürlich in Tirol noch wesentlich höher sein, diese Kluft, weil die verschiedenen Lebenshaltungskosten, die auch in den Bundesländern bestehen, ja da nicht berücksichtigt sein. So was könnte jetzt die Landesregierung machen, außer die eigenen Landesunternehmen einmal in den Griff zu bekommen. Die SPÖ bzw. der zuständige Landesrat Dornauer könnte beispielsweise endlich das umsetzen, was sein Vorgänger, der Hannes Gschwendtner, bereits im Jahr 2008, also bereits vor 16 Jahren, den Tirolerinnen und Tirolern versprochen hat, nämlich Einkommen rauf, Wohnkosten runter, aber flott. Jetzt weiß ich nicht, wie die SPÖ flott definiert, aber 16 Jahre sollten für flott dann schon ausreichend sein. Der Kollege Dornauer könnte auch ganz unaufgeregt die Flüchtlingsquote wieder ein bisschen senken. Da würden wir uns viele Millionen Euro dann ersparen, die wir dann hilfsbedürftigen Tiroler Familien zugutekommen lassen könnten. Vielleicht stellt sich aber auch die Landesregierung, und da will ich den ÖGB, jetzt ist der Kollege Wolgemann gerade ausgegangen, nicht vorweglassen, ob bundesweit einheitliche Lohnverhandlungen dazu geeignet seien, die Gehaltsschere zwischen Osten und Westen zu schließen. Ich glaube das nämlich nicht. Meiner Meinung nach wäre es dringend notwendig, dass man die zum Teil massiv unterschiedlichen Lebenshaltungskosten in den Bundesländern auch bei den Lohnverhandlungen berücksichtigt. Was die Politik im Kollektiv aus den letzten Jahren mitnehmen sollte oder muss, ist die Tatsache, dass die Märkte von selber überhaupt nichts regeln, sondern dass die Märkte, sobald sie die Gelegenheit dazu bekommen, alles dafür tun, um auf dem Rücken der Steuerzahler ihre eigenen Gewinne zu maximieren. Dementsprechend erwarte und erhoffe mir für all die fleißigen Menschen da draußen, für die Schülerinnen und Schüler, die heute da sein, dass die Verantwortlichen im Land, aber auch im Bund ein bisschen resilienter werden, dass sie schneller reagieren und sich zu jeder Zeit schützend vor die eigene Bevölkerung stellen, egal ob es um den Wohnungsmarkt geht, den Energiemarkt geht oder den Lebensmittelmarkt. Was den Kampf gegen die Teuerung betrifft, hat man
auf allen Ebenen versagt. Das werde nicht nur ich euch sagen, sondern das wird euch der Großteil der Bevölkerung auch sagen. Deswegen will ich der Landesregierung abschließend ein Zitat ans Herz legen, welches dem Albert Einstein zugeordnet wird und lautet: Die Definition von Wahnsinn ist, immer wieder das Gleiche zu tun und andere Ergebnisse zu erwarten. In diesem Sinne, bitte macht das, für was es gewählt worden seid, für was es angelobt seid, für was es auch bezahlt wird. Findet Lösungen für Probleme und setzt diese Lösungen um, die die Leute da draußen nicht erst seit gestern, sondern schon seit vielen, vielen Jahren plagen.